Hallihallo, Lüle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Valhalla. So, in der letzten Folge konntet ihr mit mir zusammen das Crossover, ich nenne es jetzt einfach mal so minimal Crossover, mit dem kommenden Assassin's Creed Mirage erleben, sprich der Dame, die uns geholfen hat. Roshan. Und die wird ja bekanntermaßen in Assassin's Creed Mirage uns weiter beglücken, beziehungsweise wir lernen sie ja eigentlich erst richtig kennen. So, jetzt sollen wir über Höfnertop ja ein wenig nachdenken und dafür sollen wir ab nach Hus. Dann mache ich das doch mal und reise da jetzt mal zügig hin. Mann, 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 Mann. Übrigens freue ich mich darauf. Ich bin mal auch gespannt, wann der Teil endlich kommt. Ne? Ich denke mal, da geht es euch wahrscheinlich nicht anders. Sorry, das musste gerade sein. So. Mal gucken, was wir jetzt erleben. Oder welche Gedanken Eivor haben wird oder überhaupt hat. Eivor, ich bin noch immer bei dir, weile am Rand deiner Erinnerung. Du hast den Odin in dir gezähmt, doch ich bin nicht verschwunden. Ich bin immer bei dir, verankert in deinem Huger. Wirst du mich bis zu deinem Ende im Dunkeln halten, dich dieser Seite von dir für immer verschließen? Oder könntest du von mir lernen, um die Welt besser zu verstehen, die war? Die Welt, die ich hinter mir ließ. Aber nicht hier. Nicht unter den Augen jener, die nicht verstünden, was du bist. Wer wir sind. Hast du nicht alles für die Deinen getan, was du vermagst? Verabschiede dich, um zu fernen Ufern aufzubrechen. Zu neuen Abenteuern. Was? Kann doch nicht sein. Faszinierend. Eivor setzt sich auf eine mir unbekannte Weise mit Odins Erinnerungen auseinander. Mein Kampf mit Loki war intensiv, aber kurz. Und er endete mit einem gegenseitigen Verständnis davon, wer wir sind. Wohin wird dieser neue Konflikt dich wohl führen? Ich denke, das verlangt nach etwas Animus-Magie. Suche nach zukünftigen Erinnerungen, gefiltert nach emotionaler Intensität. Trauer, Sehnsucht, Kummer. Na bitte, ein paar Bilder aus der Zukunft. Mal sehen, wohin Eivor uns führt. Was? Was bitteschön? Ist ja wohl nicht wahr, ne? So. Was gibt's eigentlich jetzt Neues im Inventar? Da eigentlich gar nichts. Fähigkeiten haben wir hier. Ach so, oh ja, ich kenne, ich mache das immer nicht. So, Quest.
Leb wohl, junger Arne. Den Erinnerungssplitter in Refnatov finden und synchronisieren. Evo sagt, Evo holt so Hetem in Refnatov. Der Erinnerungssplitter ist im Inventar zu finden. Nahe dem Bruderschaftshaus. Mhm. Items Bruderschaftshaus. Hier ist ein weiteres Erinnerungsfragment. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das Fragment ist nah. Ich kann es spüren. Drehen wir die Zeit mal etwas vor. Eivor, hast du gut über mein Angebot nachgedacht? Nein, Heitam, das habe ich nicht. Dann frage ich morgen erneut. Wie kann sich ein so großes Herz in einem so bescheidenen Mann verstecken? Wie meinst du das? Du arbeitest unermüdlich für Fremde. Kämpfst nicht für dich oder dein Volk, sondern für die ganze Welt. Das erfordert Mitgefühl. In einem Ausmaß, wie ich es sonst nie sah. Ah, hab Dank. Sorgst du dich nicht um deine eigene Familie? Oder um deinen Clan zu Hause? Wie kommt es, dass du keine Wurzeln hast? Ich habe einen Clan, wie du es nennst, aber keine Familie. Ich wurde recht jung zur Waise. Möglich, dass es dieser Verlust war, der mich zu den Verborgenen trieb. Sie haben mich in jedem Fall wie einen Sohn behandelt. Auch ich verlor meine Familie. Doch ich fand eine neue. Den Rabenclan. Ich verdanke ihnen mein Leben und würde es für sie geben. Ich verspüre dieselbe Dankbarkeit, jedoch umfassender. Weißt du, jeder kann sich den Verborgenen anschließen. Daher verdient auch jeder unsere Liebe. Ich bewundere euer Streben. Doch fehlt es mir an Zielstrebigkeit, um euer Credo voranzubringen. Mein Geist liegt oft im Zwiespalt zwischen dem Jetzt und der fernen Vergangenheit. Und es wird einige Zeit dauern, den Grund zu verstehen. Ah, ist es soweit? Bitte verzeih, Eivor. Unsere Ausbildung folgt einem strengen Zeitplan. Natürlich, macht nur. Und viel Erfolg mit denen. Sie sind ein wilder Haufen. Oh. Siehst du heute aus, Eivor? Danke. So. Die Erinnerungsfilter in Westsexe finden und synchronisieren. Alfred Rex. Da muss ich hin. Warte mal, Westsexe war hier. Ernsthaft? Öffne das Inventar, um den Erinnerungssplitter anzusehen. Der Erinnerungssplitter ist im Inventar zu finden in der Hauptstadt von Westsexe. Der Hauptstadt von Westsexe. Was war denn die Hauptstadt? Das müsste ja eigentlich dann hier sein. Winchester, ne? Hamtunschle, Westsexe. Zutsexe. Kant. Hier wären wir eigentlich in Hamtunshire bzw. Winchester. Also eigentlich hätte ich gesagt, das ist hier. Na, mal gucken.
Oh, das gefällt mir. Da habe ich richtig Bock drauf. Das alte Münster. Eivors Erinnerungsfragment ist irgendwo in der Nähe. Zeig mir, was vor uns liegt. In der Hauptstadt. Das Erinnerungsfragment kann nicht weit sein. Ich hab's gerade gesehen. Der König. Ah, Eivor. Sei mir willkommen. Wie ist es, zu Hause zu sein? Nicht so sorgenfrei, wie du es dir vorstellen magst. Es ist viele Jahre her, dass ich meinen Thron zurückforderte. Aber ich habe ihn nie als selbstverständlich erachtet. Nicht, seit ich im Sumpfland war. Seitdem war ich ständig beschäftigt. Guthrum und ich nähern uns in winzigen Schritten einer Einigung. Ein Vertrag steht kurz bevor. Hast du mich deshalb gerufen, um eine Einigung zu finden? Das erhoffe ich mir. Du gehörst zu den Anführern von Mercia. Dich zum Freund zu haben, würde ganz Englerland zum Vorteil gereichen. Was hältst du von einem Vertrag, Eivor, der dir die Herrschaft über alle Lande nordöstlich deiner Siedlung zuspricht? Im Austausch wofür? Für deine Treue. Nicht zu mir, sondern Christus. Und dem Orden, den ich in seinem Namen versammelt habe. Ich weiß dein Angebot zu schätzen und das Vertrauen, das du in mich setzt. Hier ist also meine Antwort. Du gabst mir dies vor vielen Jahren. Ein schönes Stück. Doch hat es mehr Gewicht in meiner Tasche, denn in meinem Herzen. Du lehnst also ab. Sei unbesorgt. Dies ist kein neues Kapitel in unserem Zwist. Ich gehe fort, breche zu fernen Ufern auf. Du wirst keinen Ärger mehr mit mir haben. Du suchst nach neuen Kriegen? Neuen Ländern zum Erobern? Ich suche mich selbst. Ah, das ist das schwierigste Ziel von allen. Ich wünsche dir alles Gute. Gott sei auf deiner Reise mit dir. Ich bin gerade etwas voll mit Göttern. Deiner muss vielleicht ein anderes Schiff nehmen. Okay. So, nächstes. So, Isengler in einer Stadt nahe dem Wenzel. So, dann werden wir jetzt mal Isengler, Isengler. Das kann ja eigentlich nur hier sein, ne? Norweg. Ich glaube, das könnte eigentlich nur Norwegen.
Okay, scheinbar. East Angela. Benzum, das könnte aber auch noch Elmenham sein. Ich tippe mal jetzt auf Elmenham. Norweg wäre jetzt vielleicht auch zu einfach gewesen, ne? Mal schnell dahin. Obwohl Norwegen jetzt eigentlich die einzige Stadt gewesen wäre, hätte ich meinen. Oder liege ich da doch falsch, dass das doch in Norwegen war? Was haben wir denn hier für eine Quest? Oh Gott, jetzt zuckt es mir schon wieder in den Finger. Die Krone steht dir, Oswald. Als wäret ihr beide füreinander bestimmt. Wichtiger als die Krone ist allerdings East Engla. Unsere Ernte und unser Vieh gedeihen. Und die Sachsen und Dänen leben in Eintracht. Und Waldis? Unsere Ehe erblüht. Sie sagt, unsere Familie würde bald wachsen, bis zum kommenden Sommer. Das freut mich zu hören, Oswald. Möge deine Familie viele Generationen hier herrschen. Solange das der Fall ist, wirst du hier immer willkommen sein. Das ist doch in Norwegen gewesen sein. Nochmal in Norwegen hin, weil irgendwie bin ich jetzt schon da durch gewesen. Diesmal haben sie das Ganze so ein bisschen, also, ne? Fieser gemacht, könnte ich jetzt sagen. Wir sind in der Stadt. Nahe dem Benzum. Ne? Dann haben wir hier Elmenham und wir haben Norwig. Weil Castle kann es nicht sein, also Castleburg kann es nicht sein. Betela Gehöft. Ne, da ist keine Stadt. Was waren hier eigentlich? Ah, das ist aber gut gemacht. Da musst du auch mal ein bisschen suchen. Also, Entschuldigung, wenn ich das sage, ne? Da musst du mal ein bisschen suchen. Die Augen und Ohren offen halten. Aber ich kenne mich ja, ne? Da ist noch ein Schatz. Da
Was ich so in der letzten Zeit so ein bisschen erlebt habe, ist ja, dass ich gefühlt 20 Mal dran vorbeigelaufen bin an Sachen. Gerade an Wegen. In einer Stadt nahe dem Winsum. Das heißt eigentlich nicht unbedingt direkt in Winsum. In Norwegen jetzt oder so, beziehungsweise, ne? Das könnte also theoretisch auch ganz woanders sein, ne? Sage auch, kommt nahe. Das heißt also nicht so wie jetzt eigentlich so direkt. Das ist jetzt dieses Spielchen, ne? So einerseits sagst du dir so, hey, so wie die ersten beiden Male so im war es zu zügig, ne? Um das zu finden, ne? Und jetzt gefühlt denkst du dir so, warum... Ah, da oben. Okay, ich habe doch richtig gedacht. Also zumindest was die Stadt angeht. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie außen. Ja, die Erinnerung ist ganz nah. Wo waren die jetzt? Da ist er. Aufgehenden Sonne zugewandt. Gut. Die Gerüchte sind also wahr. Der große Eroberer wurde selbst erobert. Eivor, wie viele Sommer ist es her? Viel zu viele, mein Freund. Was belustigt dich? Ich erkenne dich kaum wieder. Ist dies der Gudrum, den ich zurückließ, oder ein anderer, sanfterer Mann? Den Gudrum, den du kanntest, gibt es tatsächlich nicht mehr. Ethelstan nennt man mich jetzt. Das ist mein Christenname. Dein Christenname? Neues Leben, neuer Name. Auf Kosten von allem, was du hattest. Ach, ich habe nicht so viel verloren, wie du glauben magst. König Elfred und ich haben Frieden geschlossen. Ihm gehört jetzt Westmercia und East Engla mir. Wir besprechen nun das Schicksal Ostmercias und des Nordens. Die Dänen sind hier, um zu bleiben. Und Christus ist ihr Jarl. Er ist ein mächtiger Gott. In seinem Opfer verbergen sich die größten Gaben. Vergebung, Hoffnung, Liebe. Willst du dir seine Botschaft nicht selbst einmal anhören? Ich habe keine Zeit für neue Götter. Ich verlasse Englerland und kam nur her, um mich zu verabschieden. Kehrst du ins Land deines Vaters zurück? Woanders hin. Zu unerforschten Orten. In das Unbekannte. Ah, ein Abenteuer, das Odins würdig ist. Mir ist aufgefallen, dass du seine Liebe für Entdeckungen und neues Wissen teilst. Teilen ist nicht ganz das richtige Wort. Dann komm! Wir müssen trinken und Geschichten erzählen, bevor du gehst. Wenn es die letzten sein könnten, müssen es die besten sein.
Leb wohl, König Schönhaar. Nach Nordwege müssen wir jetzt auch noch. Ja. Und go. So, Leute. Aber das werde ich euch wohl in der nächsten Folge zeigen, ob ich das hier finde. Ich hoffe mal, bis hierhin hat euch das gefallen. Ihr könnt jetzt gerne noch weitere Folgen euch angucken, beziehungsweise die ganze Playlist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und kann es euch auch eigentlich nur empfehlen. Ihr wisst auch, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. In diesem Sinne sage ich schon mal Dankeschön dafür. Schaut auch gerne bei einem meiner Livestreams hier auf dem Kanal rein. Und in diesem Sinne, adios und bis denne.